So, ja, das ist mal ein Test mit dem Funkscanner Stabo X100 bzw. Jupitero 7100, Wetterfax auf 3853 kHz. Ich brauchte also an der Frequenz nichts ändern. Ich musste nur den Antennendämpfer einstellen, weil das Gerät zu empfindlich ist. Und dann übersteuert es und wie man hier sieht, dann verschmiert die Schrift. So hier, ab hier ist es dann mit Antennendämpfer und dann ist es schön relativ klar. Also es gibt immer mal ein paar so Grauschleier, das liegt am Empfang, hier so ein bisschen verrauscht ist. Ich verwende ja hier auch noch so einen Antennentuner und das ist ganz nützlich bei dem Gerät, weil er halt wie gesagt so empfindlich ist. Hier sieht man die Frequenz 3853 USB, Upper Sideband und ja, funktioniert einwandfrei. Das ist jetzt RTTY, also ein Radio-Fernschreiben, Wetterbericht, auch vom Deutschen Wetterdienst. Das ist jetzt erstmal Synopcode, der wird dann in Kürze entschlüsselt und lesbar dargestellt. Das ist ja jetzt hier das JVCOM 32. Hier sieht man das Signal, diese beiden Spitzen, aus denen die Informationen dann erstellt werden. Und das Gerät ist wieder der Stabo XR100. Ich habe ihn jetzt auf 4581 kHz USB, also Upper Sideband, oberes Seitenband eingestellt. Und also die Mittenfrequenz ist dann so 2200 Hertz. Ja. Im Hintergrund sieht man noch das City. Da sieht man auch diese beiden Spitzen und hier in der Mitte 2200. So, jetzt hat er also die begonnen, also die verschlüsselten Wetterberichte lesbar zu machen, zu dekodieren. Und ja.